Und herzlich willkommen zur Sportflash-Fußball-Vlog. Ja, die Woche war sehr, sehr turbulent. Nicht nur beim DFB, auch bei der DFL. Aber wir haben natürlich auch noch die WM laufen. Parallel dazu haben die Frauen Champions League gespielt, beziehungsweise spielen heute Abend ja noch die Wolfsburgerinnen. Da würde ich auch dann gleich direkt mal mit anfangen. Gestern FC Bayern. 3-1 gegen die Frauen von Barcelona gewonnen, sichern sich damit eigentlich ihren zweiten Platz. Schon, ja, man könnte eigentlich schon sagen, wahrscheinlich sind sie wohl jetzt auch eine Runde weiter durch den Sieg gestern. Generell muss man, glaube ich, erstmal diesen Sieg hervorheben, weil die Frauen des FC Barcelonas, wenn du dir alleine das Line-up anguckst, sind, glaube ich, die namentlich aktuell beste Mannschaft der Welt. Ja, da kann man nicht widersprechen. Deshalb umso eigentlich besser noch die Leistung von Bayern Frauen, zumal es manchmal bei ihnen in der Liga ja auch die ganze Zeit nicht ganz so gelaufen ist. Und jetzt nicht schlecht, aber man hängt doch ein bisschen an Ansprüchen in der Liga hinterher. Ja gut, man ist auf Tabellenplatz 2, aber natürlich... Du brauchst jetzt schon extrem die Hilfe von anderen Clubs, um überhaupt noch an die Wolfsburgerin ranzukommen. Ja gut, sagen wir mal so, die unglückliche Niederlage von der Eintracht letzte Woche war natürlich aus bayerischer Sicht nicht so, wie man sich das gewünscht hat, wahrscheinlich. Ich weiß zwar nicht, wie du auf das Wort unglücklich in dem Zusammenhang kommst, aber... Ja, ich kann mir das nicht anders erklären. Das kann eigentlich nur unglücklich gewesen sein. War es leider nicht. Stimmt. Wir können von Glück reden, dass die Wolfsburgerinnen nicht alles versenkt haben, was sie hatten. Ja, also, ja, was mir natürlich im Prinzip sagt, sind die jetzt so gut und so dominant, weil im Endeffekt, ich war ja die Eintracht bis dahin, ja, Zweiter. Ungeschlagen. Und dann gehst du mit 5-0 und kommst du mit 5-0 unter die Räder. Gut, das kann mal passieren, logisch, aber. Ich fand es auch fußballerisch von der Eintracht. Ja, da war Wolfsburg eigentlich in allen Belangen besser. Sie waren besser. Sie haben am Ende des Tages, muss man sagen, haben sie auch in der Breite natürlich den besseren Kader als die Eintracht noch. Aber wenn die erste Elf von Wolfsburg spielt und die erste Elf von der Eintracht spielt, dann darfst du nicht darüber philosophieren, dass das 4-0 noch glücklich war. So. Fünf. Ja, ich wollte es sogar noch besser machen, als es ist. Nein, Gott. War wirklich eigentlich von Minute 1 an Katastrophe. Stimmt, die Bayern haben gegen Hoffenheim nur 4 gemacht. Ja, das ist ja so, dass, wenn man das natürlich in der Liga mal anguckt, eigentlich die natürliche Nummer 1 und 2 der Liga. Ja, bomben eigentlich die Nummer 3 und 4 komplett weg. Ja, und wenn du dann runter ans Tabellenende guckst, dann findest du da auf einmal die Potsdamerin. Ja, das wollte ich dich die ganze Zeit, ich habe es immer wieder vergessen eigentlich. Was ist da eigentlich los? Haben die so massiv verkaufen müssen? Oder? Denn das ist also ja ein regelrechter Absturz, den die hinlegen. Anders kann man es nicht mehr bezeichnen als Absturz. Also ja. Jahrelang, sage ich mal, mit oben in der Spitze gewesen. Erst sich mit dem FFC Frankfurt gebettelt, dann haben sie sich mit den Wolfsburgerinnen gebettelt und ja, jetzt geht gar nichts mehr. Und das ist das, was ich ja schon mal vor der Saison gesagt habe. Ich glaube, diese rein Frauenmannschaften werden sich auf Dauer nicht mehr halten können. Ja. Weil einfach die Wirtschaftlichkeit am Ende des Tages fehlt. Die waren ja, wie gesagt, letztes Jahr noch bis kurz vor Schluss, ich glaube, das entscheidende Spiel war ja in Frankfurt dann, dass sie verloren haben und dadurch sind sie aus der Champions League, von den Champions League-Plätzen erst rausgefallen und deshalb, also. Ja gut, aber Champions League hat jetzt in dem Sinne nicht die Bedeutung, wie es zum Beispiel bei den Herren hat. Ja. Hat man ja nur einfach alleine durch die Qualifikation zur Champions League unten im Keller dein Tresor öffnen kannst. Ja. Deswegen, aber es
Ich habe es schon mal gesagt, auch ich glaube einfach auch dieses System mit den reinen Frauenmannschaften ist überholt, weil dir einfach am Ende die Wirtschaftlichkeit fehlt. Du brauchst, aktuell ist es leider noch so, du brauchst im Endeffekt den großen Verein im Rücken, damit du einigermaßen über die Runden kommst. So ist Ja es. gut, braucht man ja auch nur, wenn man jetzt international auf die Champions League schaut, ist ja übrigens bei den Frauen im Moment noch der einzigste europäische Wettbewerb, sind das ja eigentlich auch alles von Namen her die großen bekannten Fußballvereine aus Europa mit jetzt ihren Frauenmannschaften. Genau. So. Und umso löblicher ist es, was die Potsdamerinnen jahrzehntelang auf die Beine gestellt haben. Aber ich glaube, der Stecker ist gezogen. Gut, wundern tut es mich trotzdem, weil also auch im Prinzip die Essenerinnen sind ja noch eine reine Frauenmannschaft. Duisburg und Meppen haben jetzt auch über die Herren nicht jetzt so die Vereine, das Power, dass sie also da jetzt Millionen in den Frauenfußball stecken können. Ja gut, aber es ist trotzdem noch mal was, es ist noch mal trotzdem was anderes, wenn du als der MSV Duisburg in deiner Region akquirieren gehst, ist es einfach so, weil du dann als Gesamtverein akquirierst, um das jetzt nur mal als Beispiel zu nehmen. Deswegen es ist schwer, es ist schade, dass es so ist, aber die Tendenz war ja da. Ich meine, die Tendenz haben wir hier bei uns ja in Frankfurt direkt vor Ort gesehen. Ich meine, wir haben jahrelang den Branchenprimus gestellt und wir haben es auch, bevor die vom FFC Frankfurt erfolgreich waren, waren es ja unsere FSV-Frauen, die erfolgreich waren. Und als dann aber der Hauptverein zum Beispiel bei den FSV-Frauen gesagt hat, das ist, sorry, ich sage es jetzt mal übertrieben, das ist nur ein Hobby für uns, ist ja Ja. dann auch damals der FSV Frankfurt in sich zusammengebrochen. Ja. Und der erste FFC hat alle möglichen Rekorde aufgestellt. Und am Ende musste man dann doch sagen, wir gliedern uns bei der Eintracht ein. Ja. Also, Ja so, gut, deswegen also. die Hertha hat jetzt eine Damen- bzw. Frauenmannschaft gegründet, wollen da ja auch aktiver werden. Wahrscheinlich würde das, sagen wir mal, der Schritt der ähnliche werden, dass irgendwann Turbine Potsdam verschwindet und unter dem Namen Hertha wieder auftaucht. Ob jetzt Hertha die Lösung für irgendein Beispiel ist, weiß ich nicht. Also. kannst dich, was das Thema angeht, sollst du dich vielleicht mit anderen Leuten bei mir aus der Familie unterhalten, die da geboren sind, aufgewachsen sind und mir immer erzählen, wie toll Berlin ist. Ja, gut. Aber sagen wir mal so, wechseln wir mal zu den Herren in die Bundesliga. Haben ja jetzt wieder ein altes, neues, bekanntes Gesicht beim VfB Stuttgart. Bruno Labbadia übernimmt. Ich sage ganz ehrlich, ich war ein bisschen überrascht über die Personalie. Sage ich ganz ehrlich. Gut, ich traue es Bruno zu, dass er sie da unten rausholt. Aber es ist ja eigentlich, wenn man so ein bisschen die letzten Jahre, die Vita von ihm auch anguckt, eigentlich jetzt keine Dauerlösung. Trotz jetzt Ja. 2 Jahresvertrag oder 2,5 Jahresvertrag. Gut, okay. So ein zweieinhalb Jahresvertrag oder 3 Jahresvertrag bedeutet heutzutage im Fußball sowieso gar nichts mehr. Also ist egal, wer den von welcher Seite aus mit wem abschließt. Das ist mittlerweile ein Kreislauf im Fußball geworden. Was Bruno Labbadia angeht, ich glaube von sich aus, wenn man ihn ein bisschen verfolgt, ich glaube, er sucht schon irgendwie danach, dass er auch mal bei einem Verein langfristig arbeiten darf. Und ich meine, wenn er ja irgendwo auch mal ein bisschen länger war, war er ja auch gar nicht so unerfolgreich. Aber ich weiß es jetzt zum Beispiel nicht, woran es in Wolfsburg zum Beispiel gescheitert ist, an den Ergebnissen auf dem Platz am Anfang erstmal nicht. Ich Und was glaube, dann da zwischen Wolfsburg. Herrn Schmadtke und Herrn Labbadia vorgefallen ist, weiß ich wiederum nicht. Also ich weiß nicht, wer wem die Milch vom Kaffee geklaut hat. Ja, gut.
Ich bin gerade überlegt, naja, aber so am Ende war es auch nicht mehr so erfolgreich. Ist auch wieder in der Relegation gelandet. Ja gut, aber der Punkt ist doch der, wenn du permanent von außen aber auch Störfeuer reingetragen bekommst, immer so diese Theorie, ja, die Spieler sind alle blöd und sehen und hören nichts. Ja. So ist es, glaube ich, dann am Ende auch nicht, sondern das sind auch noch da im Verein, hast ja mittlerweile 26 Leute im Kader, 30 Leute im Kader. Da gibt es auch sehr, sehr viele, die zwischen den beiden Ohren was haben. Ja. Ah ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass das also jetzt einfach mal in der Situation, wo der VfB steckt, ein richtiger Zug ist. Bruno bringt viel Erfahrung mit, auch unten im Ja, vor allem ist er Abstiegskampf. Hesse. Er ist Hesse. Also Ja, das reicht. das reicht. Das, also für so ein paar Schwaben da unten reicht es locker. Und er hat ja auch wirklich gezeigt, dass er es kann. Gut. So, dann gucken wir mal ganz schnell Richtung Gadda. Wir stehen die Viertelfinale an. Ja, ich würde Ja. jetzt sagen, jetzt beginnt die WM wirklich eigentlich interessant. Wenn ich an Niederlande, Argentinien denke oder ja, England, Frankreich, auch eigentlich ein Must-See-Spiel, also für die Leute, die gucken. Auf der anderen Seite hast du Portugal mit einer sehr, sehr guten Leistung jetzt gegen die Schweiz? Sind bei mir so ein bisschen jetzt in das Geheimfavoritentum gerutscht. Du hast Marokko gegen ja, Portugal. Was haben wir denn noch? Brasilien? Die Brasilianer gegen die Kroaten? Und das müssten es eigentlich gewesen sein. Bei dieser Ja, WM ja. vier In Stück 4 Jahren passen. haben wir ein paar Vereine mehr, die da mitspielen. Da Ja, musst du dann eine neue Rechnung aufmachen. gut, am Viertelfinale bleibt Gott sei Dank. Das alles davor wird ein Ja. bisschen interessanter, aber das Viertelfinale bleibt weiterhin. Ja, das ist klar. Das ist namentlich festgelegt. So, Ja. aber. Nee, aber auf diese Wust von wahrscheinlich dann jetzt 108 Spielen, die uns in Nordamerika erwarten werden, bin ich auch mal gespannt. Ja, gut gesagt. Warum Herr Infantino sich das Leben noch so schwer macht und sagt, es dürfen überhaupt welche nicht mitspielen, weiß ich auch nicht. Ja. Na gut, dafür Ich Amerika würde jetzt sie auch alle nicht. einladen. Ja, wer will, der kann kommen. Nee, aber sagen wir mal so, bleiben wir jetzt mal bei der. Ja, ich weiß, du bleibst deinen Argentiniern treu. Wahrscheinlich dann im Halbfinale gegen Brasilien. Für mich wird es auch schwer, was anderes zu sagen. A, Ja. weil ich immer auf Argentinien tippe. B, weil ich die WM nicht gucke. Ja. Also jetzt Gut, aber. übertrieben zu sagen, ich kann dir wirklich sagen, wie gut die Portugiesen am Ende des Tages wirklich waren. Das Einzige, was ich weiß, war, dass Herr Ronaldo nicht mitspielen durfte. Ja, er Also durfte er nicht wurde mitspielen. eingewechselt. Ja, Aber er da war durfte ja aber auch das kein Tor Ergebnis schon schießen. durch. Also, nee, muss man abwarten, wie gesagt. Sind eigentlich, muss man jetzt wirklich sagen, wirklich fußballerisch interessante Spiele dabei. Also, wer da Lust hat zu gucken und also nicht boykottiert, glaube ich, kann sich auf ein paar sehr interessante Spiele freuen. Gut. Dann sind wir mit der WM auch durch. Kurz und prägnant. So, jetzt kann jeder abschalten, der keine Lust mehr auf DFB hat. Beziehungsweise als erstes mal gucken wir mal nach die DFL. DFB machen wir zum Schluss. Nee, DFL. Das Letzte zum Schluss. Nee, DFL ist ja jetzt klar. Die Frau Hopfen ist Geschichte. Vertrag wurde heute aufgelöst. Und interimsmäßig übernimmt es jetzt der Axel Hellmann und der Oliver Lecky. Ja, natürlich sagen wir beim ersten Schritt, okay, jetzt hast du an der Spitze der DFL mit den zwei doch schon gewisse Fußballkompetenz. Anders frage ich mich halt, warum zieht man den Schritt mit der Frau Hopfen so früh? Ja gut, anscheinend wurde der Gegenwind ja immer größer und nicht erst seit ein paar Wochen, sondern es ist ja wohl, es rumort ja wohl schon länger. Aber
anscheinend fühlen sich viele Vereinsvertreter nicht richtig mitgenommen. Das ist natürlich das A und O. Am Ende des Tages ist die DFL ja für die Vereine da. Also, und wenn du dann von der Vereinsseite dich nicht mehr von der DFL mitgenommen fühlst, dann hast du natürlich ein Problem. Also, ja. Aber der Punkt ist ja auch der, ich weiß jetzt nicht, ob man nicht vielleicht vorher wissen konnte, dass das eventuell nicht in die richtige Richtung geht. Weil ja gut, wie Sie in dem Bereich, wo die gute Frau vorher unterwegs war, war sie wirklich gut. Eine Führungskraft, hat gute Entscheidungen, soweit ich das nachgelesen habe, getroffen. Aber das reicht ja dann am Ende des Tages nicht aus, um dann vielleicht so etwas wie die DFL zu führen, wenn ihr nämlich dann am Ende des Tages vielleicht auch ja, ein bisschen ja, der innere Einblick in das Thema Fußball fehlt. Das ja, halte ich generell für schwierig. Gut, sagen wir mal so, sie kam ja mit sehr vielen frischen Ideen rein, sie wollte ja auch was aufbauen. Klar, sowas braucht irgendwie Zeit, aber es hieß ja dann auch, dass also intern, also nicht nur, dass die Vereine sich nicht mehr mitgenommen gefühlt haben, sondern auch die Mitarbeiter, viele haben also den DFL verlassen, dass irgendwo das alles nicht mehr so wohl funktioniert hat. Ist es wirklich so schwierig, als Externer in diesem ja, Sumpf-Fußball zu arbeiten oder macht der Fußball es den Externen schwieriger als vielleicht andere Branchen? Ja, ich glaube, das ist in vielen Branchen so. Also es ist jetzt auch nicht nur im Fußball so. Aber es ist natürlich ein anderes, wenn du als Externer gleich auf den Chefposten springst. Wenn du als Externer auf einer anderen Ebene dort einsteigst, kannst du dich dann natürlich da auch in Ruhe einarbeiten, kannst in Ruhe auch das eine oder andere über das Thema Fußball lernen oder fußballspezifisch lernen und kannst dann mit der Zeit deine Stärken ausspielen. Aber das hatte sie ja gar nicht, sondern im Endeffekt, sie ist da ja ins kalte Wasser gesprungen und musste auf einmal den ganzen Großkopferten dann sagen, das ist heute die Marschroute. Ja. Also ich denke, das ist so eine Mixtur aus vielen Sachen, die da zusammengekommen ist. Und das hat dann aber auch da nichts für mich mit Fußball zu tun, sondern das erlebst du auch in anderen Wirtschaftsfeldern. Wenn dann da ein Artfremder gleich den Boss geben muss, geht es nicht sehr oft gut aus. Ja. Na ja, gut, mal gucken, wie es jetzt mit weitergeht. Also wie gesagt, bis 30.06. sind ja jetzt die zwei sozusagen kommissarisch in Amt. Aus München kam ja auch schon, dass der Olli Kahn sich mehr engagieren soll, will, muss. Gut, ich denke mal, das wird natürlich im Interesse auch des FC Bayern so großteils sein. Aber ist das generell eigentlich die Frage, wenn ich überlege, du hast den Aki Watzke, wie gesagt, wenn jetzt der Kahn noch, sagen mit Frankfurt und Freiburg, auch repräsentiert man dann eigentlich noch die Liga? Oder gehört zur Liga gehört ja in dem Fall dann auch noch die zweite dazu? Oder ist das dann eigentlich schon wieder, ja, ich hätte fast gesagt, zu Großkopfhacken, was sie jetzt anmachen? Ja, wie gesagt, es ist natürlich wichtig, dass die erste und die zweite Liga miteinander in irgendeiner Harmonie kooperieren. Aber das Wenige, was ja nach außen dringt, klingt ja sowieso schon seit Jahren nicht nach Harmonie. Das muss man ja irgendwo auch zugeben. Also, deswegen, ob der Oliver Kahn sich das wirklich antun möchte oder nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, ob er was da bewegen kann oder nicht bewegt. Ich glaube, die DFL leidet darunter, dass sie Herrn Seifert immer noch verloren haben. Ja, gut, das muss man natürlich auch sagen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schwere auch für die Frau Hopfen gewesen, in so große Fußstapfen. Das muss man einfach sagen. Herr Seifert hat sehr große Fußstapfen hinterlassen. Ich habe schon mal ein Interview mit dem persönlich geführt. Der ist nicht so groß und hat auch nicht so große Füße. Gott, dann jetzt das Dauerthema in allen deutschen Medien, logischerweise DFB und die Folgen des Ausscheidens. Gut,
Die erste Folge ist, der langjährige Sportdirektor Oliver Bierhoff ist weg. Und damit beginnt ja eigentlich die Sache, wie geht es da auf der Position weiter? Ich glaube, dass Hansi Flick jetzt weitermacht, hat jetzt wirklich gar keinen überrascht. Da sage ich halt auch, okay, mal schauen, wie es weitergeht. Und dann muss man es halt nochmal neu beurteilen. Aber sagen wir mal so, diese Position des Sportdirektors, beziehungsweise es werden ja wahrscheinlich jetzt mehrere Positionen geben. Also es soll wohl einen wirklich, der für die A-Nationalmannschaft zuständig ist und einer, der so praktisch Jugendkoordinator Akademie macht. Ja, das ist aber, glaube ich, auch der richtige Weg, weil wenn du dir am Ende mal die Jobbeschreibung von Oliver Bierhoff durchgelesen hast, zuständig für die Akademie, zuständig für die A-Nationalmannschaft, zuständig für die Frauennationalmannschaft, zuständig für die U21, das sind Fulltime-Jobs jeweils. Ja. Und er macht die alleine. Dann ist er noch zuständig gewesen für, was weiß ich, Marketinganfragen. Und das war dann am Ende des Tages, glaube ich, einfach zu viel. Ich meine, und jetzt alles natürlich ihm in die Schuhe zu schieben, ist auch falsch. Weil wenn man die 18 Jahre betrachtet, war ja nicht alles nur schlecht. Und vielleicht wäre die ideale Lösung gewesen, dass man zu ihm sagt, konzentriere dich auf die Akademie oder auf die Nationalmannschaften. Ja. Und hätte man da das dann, glaube ich, irgendwie moderat hingebogen, dann glaube ich, könnte er auch noch in Amt und Würden sein, weil alles, was man so hört, so im Bereich der Akademie, war er wohl doch ganz angesehen. Also, und dann hätte man einfach sagen können, okay, er zieht sich quasi von der A-Nationalmannschaft zurück und dort teilen wir das dann auf irgendwie querdenkende Köpfe auf oder so. Ich weiß es nicht. Ja gut, das aber ist ja die Frage. Jetzt suchen sie halt für alle Positionen. Also. Ja. Gut, bleiben wir im Prinzip ja, sagen wir mal so, für eigentlich die Großteils der Fußballfans, also der Nationalmannschaft, die Daumen drücken, ist natürlich eigentlich ja die Position des Sportdirektors, der ja dann mit dem Herrn Flick zusammenarbeiten muss, auch schon irgendwo eine entscheidende. So, was man im Moment so gehört hat, klar, ich hätte fast gesagt, halt Deutschland wollt Sammer, aber Sammer will nicht. Da braucht man, glaube ich, auch nicht weiter diskutieren. Anderer Name, der ja noch sehr, sehr heiß gehandelt wird, ist Freddy Bobic. Ich sage mal eins, er ist in Berlin, er hat Vertrag in Berlin. Warum sollte er jetzt zum DFB wechseln? Und beziehungsweise eine andere Frage, meinst du, oder dass das auch der richtige Mann wäre? Also ich habe eine sehr hohe Meinung vom Freddy Bobic. Ich glaube auch schon, dass er was bewegen kann, dass er also da auch durchaus geradlinig seinen Weg gehen wird und sich da auch nicht unbedingt reinreden lässt, aber passt das zum DFB oder? Ja, das ist ja die ganz große Frage. Der DFB muss jetzt erstmal, glaube ich, für sich klären, was der DFB eigentlich sein möchte. So, also momentan wissen wir, dass der DFB der größte Sportverband der Welt ist. Super. Alles andere, was der DFB so in den letzten Jahren von sich preisgegeben hat, ist jetzt so, dass ich sage, klingt nicht für mich nach dem größten Sportverband der Welt. Vor allem muss dann auch der DFB intern für sich klären, wollen wir weiter immer nur Schmusekurs fahren oder können wir es auch überleben und ertragen, dass wir uns vielleicht wirklich mal die Meinung ins Gesicht sagen. Das muss jetzt da intern mal geklärt werden, weil Herrn Sammer, glaube ich, hat man damals, war man sehr glücklich, dass er weg war, weil er im Gegensatz zu Joachim Löw und Oliver Bierhoff eine andere Meinung vertreten hat, den Finger in die Wunde gelegt hat, auch den beiden widersprochen hat. Das war damals nicht genehm. Und wenn sich natürlich die Mentalität aber im DFB nicht geändert hat, dann bringt es mir auch nichts, dass ich einen Herrn Sammer oder Herrn Bobic anfrage. Weil das sind nun definitiv nicht die beiden, die mit dir kuscheln gehen. Ja gut, die Frage ist ja, was ich auch der DFB, du sagst, klar, er ist der größte Sportverband der Welt, aber im Prinzip, klar, Basis, die R2-Basis, einmal die kickende Seite,
Aber auf der anderen Seite hat er natürlich auch die Fanbasis und die hat er ja jetzt über die letzten Jahre auch extremst verloren. Das muss man ja so sagen. Wir beide sind ja noch in Zeiten groß geworden. Ja, da haben in Deutschland Länderspiele in der Nationalmannschaft in drei Stadien stattgefunden: in München, in Dortmund oder in Berlin. Einfach weil alle anderen zu klein waren. Ja, mittlerweile kicken wir in Hoffenheim. Nichts gegen Hoffenheim, aber es ist nur ein 30.000er Stadion. Und das ist nicht voll, wenn die Nationalmannschaft spielt. Gut, jetzt bin ich kein großer Deutschland-Fan, aber für mich liegt es auf der Hand. Ich meine, hast du eine Reizüberflutung mit dem Thema Fußball? Das ist erstmal da. B, ist es dann auch so, die Nationalmannschaft präsentiert sich seit 2014 sehr, sehr amateurhaft. Also diese ganzen Claims, die da in die Welt hinaus posaunt wurden, damit konnte sich kein Fan mehr identifizieren. Das ist ja schön, dass du einen Claim rausknallst, der den Sponsoren gefällt. Aber wie du so schön sagst, am Ende des Tages kommt nicht der Sponsor in die Arena, sondern die Fans. Dann ist es so, was dann dort spielerisch abgelaufen ist, war das jetzt wirklich so unvorhersehbar, dass Deutschland keine große Rolle bei dieser WM spielt. Ich glaube, also von mir aus ist es jetzt nicht wirklich, sagen wir mal so, das Vorrunden aus. Ja, in der Gruppe kam auch für mich überraschend, aber ich habe ihnen, wenn ich ehrlich bin, maximales Viertelfinale zugetraut. Und wenn ich mir jetzt auch die Viertelfinale ansehe, kannst du sagen, normalerweise über die Pfade hätte da eigentlich noch Deutschland und Spanien reingehört. Und da wäre mir, tut mir leid, die schwächste Mannschaft in dem, von dem Nacht. Ja, und so, das ist dann so der Punkt. Also deswegen, seit 2014 findet im Endeffekt bei der A-Nationalmannschaft eine Entwöhnung statt. Ich kenne auch ein paar Leute, die sogar ganz ehrlich sagen, ich gucke mir lieber die U21 an als die Ja, habe ich A-Nationalmannschaft. auch, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Jahren habe ich mehr U21-Länderspiele gesehen als A-Nationalmannschaft. So, und das sollte man da mal hinterfragen, warum die Leute eher zu den Bubis hingehen als zu den Männern. Und wie gesagt, es ist ja schön, dass du natürlich probierst, dich zu vermarkten, aber du kannst deinen Verband oder deine A-Nationalmannschaft nicht nur auf die Vermarktung ausrichten. Ja. Du musst sie auf die Leute ausrichten, die am Ende des Tages das Stadion voll machen. Weil ansonsten kannst du auch wieder sagen, wir haben zwar offiziell kein Corona mehr, aber komm, wir spielen wie zu Corona-Zeiten ohne Zuschauer. Ja, wie gesagt, und es ist ja nicht so, man braucht ja nur die Bundesliga zu gucken, beziehungsweise wie gesagt, warum werden überall Stadien ausgebaut? Nicht, weil das Interesse am Fußball abgenommen hat. Ja, aber wie gesagt, der DFB muss jetzt für sich wirklich mal hinsetzen, muss sich mal intern vor allem nackig machen. Also nicht immer extern, mir ist Ja. das relativ egal, was die in die Kameras sagen, sondern sie müssen sich echt mal intern hinsetzen, nackig machen und wirklich viele Grundsatzentscheidungen einfach mal fällen. Also erst diskutieren und dann auch fällen. Und dann muss man auch dazu stehen. Also auch deswegen, ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass man Hansi Flick nicht entlassen hat, Nein. sondern er ist gerade erst relativ frisch im Amt. Und jetzt muss man ihm dann auch mitteilen, so mein Freund, in 18 Monaten haben wir eine Europameisterschaft hier in unserem Land. Wir werden bestimmt nicht Europameister, das wissen wir. Aber es kann nicht sein, dass wir als Gastgeber in der Vorrunde ausscheiden. Es kann auch nicht sein, dass wir nur über Glück vielleicht bis ins Viertelfinale kommen. Sondern da muss er dann für sich dann auch mal auch eine Struktur entwickeln. Das hat Matthias Sammer sehr, sehr schön bei Magenta TV gesagt. Es muss im Endeffekt dann auch eine Hierarchie in der Mannschaft da sein. Du brauchst in jedem Mannschaftsteil einen Spieler, der ist mein Chef. Im Tor ist das relativ einfach, der spielt mit sich alleine. Aber Ja. du brauchst einen, der in der Abwehr der Chef ist. Du brauchst einen im Mittelfeld und du brauchst einen, der im Sturm sagt, was Sache ist. So. Und da drumherum baust du im Endeffekt, neben diesem Gerüst, baust du den Rest deiner Mannschaft auf.
Und wenn die mal zwei Spiele in Folge verlieren, musst du aber an diesen Leuten festhalten und kannst dann nicht sagen, ich baue jetzt die ganze Abwehr um. Ja. Naja, was man wieder braucht, ist diese berühmten Fakten, die man eigentlich auch immer, eigentlich, wenn man mal die Weltmeistermannschaften anguckt, genau in den Jahren hatten. Dass du wirklich, wie du schon sagst, vom Torwart bis vorher ins offensive Mittelfeld, Sturm, deine Schlüsselspieler hattest, die im Prinzip die Mannschaft geführt haben. Und dann muss man dann rundherum um diese Leute die aufstellen, mit denen die spielen können. Und nicht, weil sie aus demselben Verein kommen oder weil es der beste Kumpel beim Skat ist oder weil die zum selben Friseur gehen. Ja, und wie gesagt, auch schon diese Diskussion darf auch nicht geführt werden. Ja, der ist dann zu alt oder der ist noch zu jung. Es geht nicht ums Alter, es geht darum, reicht er für das, was die Nationalmannschaft erreichen will? Und wenn da einer mit 45 noch gut genug ist, dann ist es halt so. Dann ist er halt 45. Ich wüsste jetzt zwar keinen, außer Lothar Matthäus, aber der ist, glaube ich, 61. Aber nee, aber im Prinzip, es sollte eigentlich wieder nur das Leistungsprinzip zählen und mehr auch nicht. Und vielleicht, ja, sagen wir mal, Leistungsprinzip ist ja die eine Sache. Und halt auch zu gucken, wer kann natürlich mit wem auf der Position spielen. Und selbst wenn es der Schwächere ist, es funktioniert aber besser. Im Prinzip, da muss man dann sagen, nicht der Einzelspieler ist entscheidend, sondern die Mannschaft. Wie kann die Mannschaft erfolgreich spielen? So. Aber ich glaube, beim DFB haben sie noch viel, viel Arbeit vor sich. Glaube ich auch. Schauen wir mal, was die Woche rauskommt. Am nächsten Donnerstag, wenn wir zum Fußball uns wiedersehen, wissen wir, wer neben Argentinien im Finale steht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Guckt mal ein bisschen, wie gesagt, wer Lust hat, WM-Gucken-Spiele sind interessant. Morgen spielt ja Eintracht in Bergamo. Wer da Lust hat, kann das für sich natürlich angucken. Die Amateure spielen, letzter Spieltag, die Frauen spielen. Also ansonsten, wer Lust hat, am Montag zur Telco mit Sabine. Mal gucken, ob wir die Sabine wieder mal ein bisschen ärgern können mit dem DFB. Aber ich glaube, der Marc ist dann auch wieder da und da habe ich ja noch ein paar Sachen, wo er sich letzte Woche einfach gedrückt hat. Also, macht's gut und wir hören uns am Montag.